Miaba. Michael Kiesling ist ein Begriff, aber sowieso ungewöhnlich. Wo ist denn das gelbe Design? Wer unseren Blog schon eine Weile verfolgt, der weiß ja, ja, Haber bringt schon seit ein paar Jahren auch Familienspiele raus. Da geht man auch ein bisschen an das Design in dem Fall über. Und in dem Fall ist es eine von, ich glaube, drei Neuheiten. Das eine oder andere stellen wir euch nämlich noch im Nachgang vor. In dem Fall Familienspiel. Und Ilka, um was geht's in dem Fall? Der Gong ist natürlich nicht dabei. Der ein oder andere fragt nämlich, ist das alles dabei? Nein, ist natürlich jetzt alles hier für die Neuheitenshow gemacht. Aber das, was ihr hier seht, das ist auf jeden Fall dabei. Genau, das, was auf dem Tisch ist, ist dabei. Wir wollen uns auch tatsächlich ein bisschen von den Kinderspielen abheben. Und deswegen ist die Verpackung auch so farblich jetzt nicht gelb gestaltet, um das einfach so ein bisschen in Besonderheit nochmal zu geben und zu sagen, Mensch, das sind unsere Familienspiele. Wir heben uns da von den Kinderspielen ab. Miyabi, müssen wir uns vorstellen, wir sind in einem japanischen Garten. Und wir sind Gartenbauer und wollen den Garten so schön wie möglich mit so viel wie möglich gestalten. Man sieht auch, wir haben vorhin tatsächlich gespielt hier. Jeder geht so ein bisschen anders an die Sache ran. Jeder baut den Garten anders. Hier vorne, das in der Mitte, ist mein Spielplan gewesen. Ich habe versucht, in die Höhe zu spielen. Das ist nämlich auch das Besondere bei dem Spiel von Michael Kiesling. Es ist ein Legespiel, was allerdings mehrdimensional ist. Das heißt, es wird nicht nur auf der Fläche gebaut, sondern auch in die Höhe. Und je nachdem gibt es unterschiedliche Punktzahlen, Bewertungen und am Ende wird natürlich abgerechnet und es macht auf jeden Fall Sinn, so viel wie möglich Symbole in die Höhe und in die Breite sozusagen zu bauen. Es ist so, wollen wir mal einfach einen Schritt nach vorne gehen, dann kann ich das mal ein bisschen besser zeigen. Eine Runde startet immer, indem die Laternen vom Spielplan runtergesetzt werden. Wir haben hier die Aufstellung, wie viel Spielblättchen in der Runde im Spiel sind. Sprich, bei zwei Mitspielern habe ich die Anzahl an Blättchen, bei drei und bei vier. Und je nachdem ist auch die Rundenanzahl zu spielen. Das sehe ich hier oben. Bei zwei Mitspielern müsste ich sechs Runden spielen, bei drei Mitspielern fünf und bei vier Mitspielern sind vier Runden zu spielen. Ich schaue dann immer, hier ist schon begonnen worden, also hier ist schon einiges an Runden verbaut. Was macht Sinn für mich, dass ich so viel wie möglich Punkte sozusagen erreichen kann? Gehe ich jetzt her und nehme hier diesen wunderhübschen Busch, habe ich verschiedene Möglichkeiten, den zu platzieren. Ich muss immer darauf achten, dass ich ihn hier in die Reihe baue und dass er immer voll aufliegt. Also ich kann hier zum Beispiel nicht das hier machen, weil es unten nicht auflegen würde. Ich kann aber hier so bauen, ich kann so, so bauen, so. Also das ist ganz egal, ich muss nur darauf achten, dass er voll aufliegt. Und die Besonderheit ist dann, sobald ich das hingelegt habe, muss ich meine Laterne hier eins nach unten rutschen. Das heißt, für diese Runde ist diese Spalte gesperrt. Ich kann hier in dieser Spalte keine weiteren Symbole legen. Also ich könnte den Stein jetzt hier nicht drauflegen, sondern müsste mir dann eine andere Spalte suchen, um den zu verbauen. Es gibt auch direkt Punkte. Hier erstmal zwei Punkte, weil ich zwei Symbole habe. Dann bin ich allerdings hier schon in der zweiten Ebene unterwegs. Das heißt, die Symbole hier verdoppeln sich nochmal. Und das heißt, ich bekomme vier Punkte und rutsche dann meinen Spielstein dementsprechend vier Punkte, vier Felder nach vorne. Das wird so lange gespielt, bis alle Runden beendet sind, beziehungsweise alle Plättchen verspielt sind. Und am Ende wird dann nochmal abgerechnet, und zwar hier in der Zeile. Das heißt, ich zähle hier die Symbole, unabhängig davon, auf welcher Ebene ich unterwegs bin, sondern hier habe ich 5, 7, 8, 9. Und dann schaue ich, wie meine Mitspieler gebaut haben. Hier habe ich nur zwei Steine, hier gar keinen. Das heißt, ich bekomme hier die Goldmedaille und nochmal 6 extra Punkte obendrauf. Gewonnen hat derjenige, der am Ende die meisten Punkte erreicht hat.
Wow, das war sehr ausführlich. Ich glaube, wenn ich das Video mit den Kindern mache, spare ich mir das. Aber danke erst einmal. Also wie gesagt, das eine oder andere werden wir euch vorstellen. Schauen wir einfach mal, wie die Zeit ist. Jetzt habt ihr auf jeden Fall schon mal eine Familienspielneuheit gesehen. Durchaus eine große. Es gibt noch zwei kleinere. Ich glaube, mit Würfelspielen in dem Fall. Also da kommen auf jeden Fall noch Infos und die Kinder werden es natürlich auch ausprobieren. Sofern sie Lust haben, natürlich immer ganz wichtig. Aber herzlichen Dank mal für die Infos. Gerne, herzlichen Dank.